Herzlich willkommen im ausverkauften Lehner Stadion bei dem Schlager der österreichischen Fußball-Bundesliga zwischen Casino Salzburg und Austria Memphis. Jenen beiden Clubs, die zuletzt die Szene im österreichischen Fußball eindeutig beherrscht haben. In einer Blitzaktion zwischen ORF, Bundesliga und Salzburg wurde als Service für alle österreichischen Fußballfans es ermöglicht, dass wir heute diesen Fußballschlager hier live ins Haus liefern. Heute gibt es auch ideale Bedingungen hier in Salzburg. Gestern konnte ja nicht gespielt werden, der Platz war zu tief, aber heute fantastische Fußballbedingungen für ein großes Fußballspiel, für einen großen Fußballabend hier zwischen Salzburg und der Wiener Austria. Die Salzburger also ganz in Weiß, die Austria in Violett, beide Mannschaften, beide Großclubs haben ja die Farben Weiß und Violett. Und das ist der Schiedsrichter Gerd Grabherr. Er hat heute Mittag gesagt, ideale Bodenverhältnisse dem Spiel, dem Ankick, um etwas nach 18 Uhr steht nichts mehr im Wege. Und das ist die Aufstellung der Salzburger. Konrad im Tor, Feiersinger als Libero, Arthur und Fürsthaler, die beiden Manndecker. Ein Mittelfeld mit Hieden, diesmal rechts. Mladenovic, Leiner, Hütter und Stadler. Und die beiden Sturmspitzen heißen Gieder und Pfeifberger. Also Jurcevic ist auf der Bank geblieben. Hasenhüttl ist verletzt, kann nicht spielen. Und auch Radziunica, die Neuerwerbung, kann nicht spielen. Bei der Austria aus Wien, da fehlen viele prominente Namen. Schmölzer, Back, Sekelioglu und Wagner mit der Nummer 10. Ja, wer fehlt alles bei der Austria? Zunächst einmal die ausländischen Spieler, die Legionäre. Rachimov, verletzt am Meniskus, das ist Egon Cordes. Er muss also diese Notelf heute aufbieten. Rachimov am Meniskus verletzt, Nabekovas, eine Oberschenkelverletzung. Kubica mit Verdacht auf Zehenbruch ausgeschieden. Mjelde gesperrt nach 4 gelben Karten. Er ist mit 12 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Austria. Franz Wohlfahrt am Knöchel verletzt. Prosenik gesperrt für 3 Spiele nach seiner Attacke an Schöttl im Derby. Jetzt hat dieses Spiel also begonnen. Die Ausgangsposition ist eigentlich klar. Die Salzburger werden das Spiel machen. Die Austria wird sich vor allem auf die Abwehr verlegen. Flögel. Wagner nach längerer Verletzungspause wieder dabei. Ja, bei den Salzburgern fehlt auch noch der nach 7 gelben Karten gesperrte Winkelhof. Schmid und Hütter geraten da aneinander. Frohe Osterwünsche werden die beiden da nicht ausgetauscht haben. Jack im Mittelfeld aufgeboten. War zuletzt schon einige Male der Fall. Gut gemacht von Ogris. Fürsthaler. Anteil Otto Konrad. 15 Tore, erst mussten die Salzburger in der Meisterschaft hin. Aber die Salzburger haben dafür ein Spiel weniger. Und zwar jenes gegen Sturm, das am Dienstag nachgetragen werden soll. Pfeffer. Fünf Minuten vorbei, ein flotter Beginn in diesem Bundesliga-Schlager. Mladenovic. Belaic
Da ärgert sich Heimo Pfeifenberger nach dieser Attacke von Schmölzer. Gestern war er mit Schiedsrichter Grabherr noch friedlich vereint im Sport am Samstagstudio. Ja, meiner Ansicht nach eine richtige Entscheidung. Hat sich ein bisschen eingehakelt, aber ist dann richtig losgesprungen. Flögel. Jetzt gibt es einen Freistoß für die Wiener. Gerd Grabherr lässt sich da überhaupt keine Debatten ein. Er ist in letzter Zeit Österreichs zuverlässigster Schiedsrichter. Hat auch sehr gute Noten erhalten in der Champions League beim Spiel. Strahlt eine ungeheure Ruhe und hat er schon einen kräftigen Schlag abbekommen. Wieder. In der 14. Minute das 1:0 für Salzburg. Die Konzentration galt Heimo Pfeifenberger und Mladen Mladenovic schwindelt sich da durch die Austria-Deckung und trifft wuchtig zum 1:0 für die Salzburger. Noch einmal, da kommt er. Mladenovic mit dem Kopfstoß zum 1:0 für die Salzburger. Mladenovic, zuletzt heftig umstritten, nicht mehr Stammbesetzung. Und jetzt erzielt er hier in diesem so wichtigen Spiel das 1:0. Der Spielstand begeistert die Fans. Der Grabherr, dass er hier auf Foul entschieden hat. Nach 20 Minuten, also unverändert jetzt der Spielstand. 1:0 für die Salzburger durch diesen Kopfballtreffer von Mladenovic. In der 14. Minute. Gegangen. Allreiche Fehler begangen. Foul von Flögel. Da hat er Glück gehabt, dass die gelbe Karte stecken geblieben ist. Seine Mauer ganz genau einzurichten, einzustellen. Was zu tun bekommen, Otto Konrad, einmal ein Schuss von Mann. Da wurde sicherlich der Einsatz von beiden übertrieben. Jetzt noch der Schlag von Pfeifenberger gegen Beleitsch. Er dann auch noch einmal nachgehakelt. Hat Christian Schmölzer überlistet mit einem
direkt geschossenen Freistoß zum 2:0. Jetzt in der 37. Minute, hier dieser Freistoß, ein Billardstoß von Mladenovic über Schmölzer ins Tor, gezirkelt, 2:0 für den SV Casino Salzburg durch diesen Heber, ein Kunststoß, ein Billardstoß zum 2:0, ein super Tor für die Salzburger und der zweifache Torschütze an diesem Abend heißt jetzt Mladenovic. Für sie ist heute ein Festtag für die Salzburger Fans. Am Dienstag gibt es ja voraussichtlich das Nachspiel, Nachtragspiel gegen Sturm. Na, dann Heimo Pfeifenberger. Und der hat zu lange gewartet. Mit diesem zweiten Treffer sind die Wiener sichtlich durcheinander geraten. Attackiert hat Chuck, spitzelt den Ball, dann rutscht wieder Chuck in der Bewegung und steigt seinem Gegner auf den Oberschenkel. Hat böse ausgesehen. Schiedsrichter Grabherr kann es nicht. Wieder Schmölzer, jetzt hat er ausgebessert und Mladenovic. Situation. Bricht gleich an in dieser ersten Hälfte. 2:0 für die Salzburger. Er bekommt auch wieder einmal ein bisschen Arbeit, Gelegenheit, seine Vorderseite. Merken wir wieder, dass Otto Konrad auch mitspielt. Jetzt verdient er sich seine Prämien für den heutigen Tag ein bisschen. Ogris. Da ist diese Aktion. Bisschen hat er den Ball. Mladenovic in der 14. Minute. Und dann das 2:0. Das war das Tor von Mladenovic noch einmal per Kopf. Und jetzt das 2:0. Dieser Kunststoß von Mladenovic. Ein super Tor. Ein Tor, das sicherlich alle Chancen hat. Jetzt war 0 Vorsprung, was will man in einer Halbzeit mehr und jetzt will man schauen, dass wir den Vorsprung noch ausbauen oder dass wir das Resultat zumindest halten. Hat der Otto Baric in der Halbzeitpause die Taktik umgestellt? Was Sie betrifft, werden Sie jetzt defensiv agieren müssen? Nein, wir spielen gleich druckvoll weiter, wir attackieren von Anfang an und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Alles Gute. Damit wieder zurück. Ja, das war Harald Matzl mit einem Kurzinterview mit Heimo Pfeifenberger. Die Salzburger also unverändert aus der Kabine gekommen. Auch bei der Austria keine weitere Veränderung. Kautz hat ja Schießwald in der ersten Hälfte ersetzt. Wer noch nicht da ist, das ist der Schiedsrichter. Eher gering, er war der Lonely Boy. Er war deutlich vor dem Salzburger am Ball. Ich war frei. Und dann hat er doch zu wenig Zeit, um den Ball wirklich unter Kontrolle zu bekommen. Ein Duell, das wir heute schon oft gesehen haben. Und fast immer hat es mit einem Foul geendet. Entweder von dem einen oder von dem anderen. Er wird sicherlich noch lange an diese 37. Minute denken. Jetzt wieder Mladenovic. Abschluss. Jetzt.
Schack den Ball durch die Beine gespielt. Dann die Attacke des Austria-Kapitäns. Naja, da war ein bisschen 3:0 der Torschütze Heimo Pfeifenberger. Da hat er wieder nicht gut ausgeschaut, der Christian Schmölzer. Heimo Pfeifenberger lässt sich feiern, war plötzlich ganz allein. Und 3:0 jetzt für die Salzburger. Zunächst die Flanke von Glieder. Schmölzer bedrängt, bringt daneben und Pfeifenberger hat keine Mühe mehr. Das war schon ein Genussstoß für ihn zum 3:0 für Heimo Pfeifenberger. 3:0 also jetzt für Salzburg, obwohl die Salzburger nicht mehr viel mehr machen als nötig. Hier noch einmal diese Situation, Schmölzer bedrängt, kommt nicht an den Ball. Und Pfeifenberger nützt dieses Geschenk zum 3:0. Gelbe Karte jetzt für Manfred gegen eine allerdings arg ersatzgeschwächte Wiener Austria. Als Kreisläufer, sie laufen im Kreis bei den Aktionen der Salzburger. Linz gegen den FC Linz. Sie feiern diesen Tag gebührend, die Salzburger Fans. Und eine erstaunliche Frühjahrsserie der Salzburger ohne Gegentreffer mit den Auswärtssiegen bei Rapid in Linz gegen den FC Linz und gegen Admira Wacker. Die Salzburger ganz klar, es könnte doch schon ein beträchtlicher Vorsprung im Kampf um die Mannschaft. Was macht der Egon Cordes da? So wie das Resultat. Jetzt noch einmal die Wiener mit Schmid. Noch einmal ein Eckball. Aber der Jubel, der gilt hier ganz sicher den Salzburgern. Die letzten Sekunden in diesem Spiel. Und da ist der Jubel der Salzburger. Der SV Casino Salzburg schlägt Austria Memphis im großen Schlager der Fußball-Bundesliga mit 3:0 durch zwei Tore von Mladenovic und eines von Heimo Pfeifenberger. Ein klarer, verdienter 3:0-Sieg von Salzburg in diesem Spitzenspiel, das wir Ihnen live nach Hause gebracht haben. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dieser Begegnung. 3:0 also für Salzburg. Spaß vor allem dann, wenn sie nicht gerade auf.